Hallo zusammen, ich habe heute ein Sammelhaul für euch und zwar für den Monat August. Ich habe im Monat August im Rossmann eingekauft und im DM und auch online bestellt und das möchte ich euch jetzt einfach gerne zeigen. Oh, es klingelt, meine Schwester ist da. Ich habe mir geholt einmal dieses Coconut Water von Bettina Barty. Das war im Rossmann im Angebot und ich habe halt dieses Blau gesehen und das gefiel mir sofort, fiel mir sofort ins Auge. Und der Grund, warum ich mir das geholt habe, ist auch, dass es von Bettina Barty ist. Ich habe bis schon ganz lange, in meiner Jugend auch noch, die Bodylotion von Bettina Barty benutzt. Und zwar mit diesem Vanilleduft. Mittlerweile mag ich den nicht mehr so gerne, weil ich mich einfach satt gerochen habe. Aber ich habe hier im Rossmann daran geschnuppert und ich fand den Geruch einfach schön. Das ist halt ein dezenter Kokosgeruch und nicht so stark, nicht so penetrant und deswegen habe ich es mitgenommen. Dann habe ich mitgenommen und auch schon benutzt dieses Duschpeeling von Isana. Ich muss das mal eben abputzen. Das ist noch ein bisschen nass. Dieses Duschpeeling von Isana habe ich mir deshalb geholt, weil ich einfach ein Peeling brauchte. Und das fiel mir auch sofort ins Auge wegen der Farbe. Und ich habe dieses Schädchen gesehen neu und ich wollte es einfach mal austesten. Ich habe vorher ein Lavendelpeeling gehabt. Aus dem Action und das fand ich sehr gut. Es war sehr grobkörnig. Das hier, das ist auch sehr schön. Es gibt ein schönes Hautgefühl, wenn man damit arbeitet auf der Haut. Es ist nicht zu grobkörnig und ich finde auch, die Haut lässt sich sehr gut peelen und ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es mir einfach auch vom Geruch her gefällt. Auch mit Kokos. Ich liebe Kokos. Und ja, deswegen musste das auch mit. Was ich noch mitgenommen habe aus dem Rossmann ist das hier. Ich habe nicht mitgenommen wegen dem Einhorn. Nein, ich bin nicht auf den Einhornzug gesprungen, sondern einfach wegen des Produktes. Das ist ein Lip Patch. Und so wie ich das herausgelesen habe, eine Lippenmaske, beziehungsweise das ist ein Patch, was man sich auf die Lippen legt oder klebt und das soll einfach die Lippen weicher machen, zarter machen und ja, ich bin gespannt. Es ist eine limitierte Edition und ich weiß jetzt auch nicht, ob es das noch im Rossmann gibt. Außerdem habe ich im Rossmann noch das hier mitgenommen. Das ist ein Deo bzw. ein Body Fragrance. Ja, ein Duftdeodorant und mit 0% Aluminiumsalze. Ich weiß nicht, ob das bei mir jetzt funktionieren wird, aber vom Duft her fand ich es auch sehr schön. Ich hatte vorher dieses Vanilla. Das habe ich schon immer und Ewigkeiten benutzt, auch in meiner Teenie-Zeit. Das gibt es ja auch schon ewig lange und es hat mir sehr gut gefallen und deswegen wollte ich dieses einfach mal austesten. Die Maske musste auch mit. Und zwar ist das die Luvus Naturkosmetik mit Heilerde, die Clean Maske. Ich verwende Masken sehr gerne und die habe ich noch nicht ausprobiert, die kenne ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob die neu ist, aber hörte sich interessant an für poretiefe Reinigung und ein glatteres Hautbild. Wie es duftet, weiß ich nicht, werde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Dann war ich im DM und habe mir Folgendes mitgenommen. Und zwar diese beiden süßen Teile. Das sind Masken. Und da gibt es, glaube ich, noch zwei weitere Duftsorten. Das sind Masken in Kapselform. Das kann man hier so rausnehmen. Und dann enthält man halt eine Art Kapsel, wo man sich dann die Lotion, die Maskenlotion herausnehmen kann. Und ich habe einmal mitgenommen reparierende Maske mit Hyaluron und Grüntee-Extrakt.
und einmal straffende Maske, ebenfalls mit Hyaluron und Wildrosenextrakt. Dann habe ich eine LE entdeckt im DM. Wie sie genau heißt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall stand das dann da im Aufsteller und ich habe ein Gesichtspeeling gebraucht. Und das ist ein Gesichtspeeling von Alverde, Ocean Soul Scrub. Und ich habe mein altes Peeling schon fast aufgebraucht und deswegen habe ich gedacht, nimmst du dir halt das hier mit. Ja, vom Duft her kann ich nicht sagen, das rieche nicht. Es ist eigentlich sehr eher neutral oder es riecht nach nichts. Und ja, ich werde es einfach mal austesten. Dann noch eine LE im DM und zwar von Trended Up, Touch of Care. Sie haben da jetzt eine LE, alles was die Nagelpflege betrifft, Nagellacke, Nagelaufheller und so weiter. Und dann war noch hier dieses Handpeeling dabei, weil auch mein Handpeeling schon fast aufgebraucht ist, das mir meine Kinder geschenkt haben zum, weiß ich gar nicht, zu irgendeinem Anlass. Und ja, das ist dann halt ein Handpeeling und das riecht ganz, ganz leicht, dezent süßlich und ich bin mal gespannt. Was habe ich noch geholt? Ja genau, hier, das ist eine Haarfarbe von Schwarzkopf Brilliance. Ja, ich brauche unbedingt eine permanente Koloration, weil ich doch leichte silbrige Fasern hier oben bekomme. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Und ja, deswegen habe ich es mitgenommen und ich habe halt sehr gerne so rötlich-dunkle Farben und ich habe die Farbe dunkle Kirsche mitgenommen. Und ja, die habe ich noch nicht ausprobiert von Brilliance, aber ich komme eigentlich mit allen Farbkolorationen zurecht. Die beiden Schätze mussten mit, weil eine YouTuberin mich angefixt hat, und zwar die liebe Sarah vom Kanal Woodgreen 18, irgendeine Zahl dahinter, verlinke ich euch unten in der Infobox. Und sie hat so von dem Duft geschwärmt und ich habe gedacht, meine Güte, das musst du dir unbedingt holen, weil Sarah ist sehr duftempfindlich, also sie hat da einen sehr speziellen Geschmack. Und deswegen war ich neugierig, habe das mitgenommen und allein schon die Verpackung spricht einen doch auch sehr an. Es ist von Glisscour die Sommerkollektion, quasi Summer Repair, einmal das Shampoo und die eine Minute Intensivkur. Und ich habe daran geschnuppert, als ich hier zu Hause war, habe gedacht, was kann das sein? Was für ein Duft kann das sein, dass das so umwerfen kann? Und ich muss sagen, der Duft gefällt mir sehr, weil ich habe gelesen, hinten steht drauf, es ist ein Duft der Monoirblüte. Und ich liebe den Duft der Monoirblüte. Das habe ich auch schon in meinem letzten Holz, DM-Holz, glaube ich, Yves Rocher-Holz, gezeigt. Monoir, das riecht einfach so nach Sommer, nach Strand, Meer und dafür bin ich ja immer sehr, sehr schnell zu haben für diese Düfte und deswegen mussten sie unbedingt mit. Handseife, ganz gewöhnliche Handseife brauchen wir immer. Ich habe auf meinem oder auf unserem Waschbecken ein Stück Handseife liegen und dann auch immer einen Seifenspender. In diesem Fall habe ich mitgenommen Vitaya und Kokos, Cremeseife von Balea und es riecht richtig schön süßlich. Und ja, ich benutze meistens Stückseife, fragt mich nicht warum. Und meine Kinder und mein Mann benutzen lieber Handseife.
als dekorative Kosmetik habe ich mitgenommen aus, ich weiß nicht, war das eine LE? Ich glaube, das war eine LE. Ja, Soleil Dead. Limited Edition Soleil Dead. Das ist ein Duo Highlighter in der Farbe Gentle Sun Glow von Catrice. Ich fand die Farbe einfach wunderschön, die Farbkombination einmal am äußeren Rand und dann auch die dunklere Variante in der Mitte. Und wenn man die beiden mischt, dann bekommt man einfach einen wunderschönen Highlighter. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ja, deswegen habe ich mir den mitgenommen. Dann habe ich noch was mitgenommen aus der dekorativen Kosmetikabteilung. Ich habe überlegt, soll ich es mitnehmen oder soll ich es doch lieber lassen? Ich habe mich dafür entschieden, es mitzunehmen, ist klar, sonst würde ich nicht darüber reden. Und zwar die Miss Bella Palette. Alles heil. Miss Bella, das ist eine YouTuberin, die schaue ich jetzt nicht unbedingt regelmäßig, beziehungsweise eigentlich fast gar nicht, aber ich habe da mal reingelinst und ja, der Grund, warum ich die überhaupt gekauft habe, ist, ich weiß, dass BH Cosmetics besteht ja die Kooperation, dass die eigentlich immer sehr gute Paletten haben und ja, und deswegen habe ich die mitgenommen. Die Farbkombination ist einfach wunderschön. Da sind zwei Highlighter dabei und nudige Töne, was mir sehr gut gefällt. Und was mir auch noch besonders gefällt, ist dieses Rot oder dieser rötliche Ton. Das ist Weinton, Weinrot. Und ja, ich bin mal gespannt. Normalerweise benutze ich am liebsten diese Zueva Paletten und zum Beispiel die hier, Naturally Yours, finde ich auch sehr schön. Die habe ich schon etwas länger und die Qualität ist super. Ich stand vor der Entscheidung, ja, soll ich die mitnehmen, weil die vom Preis her ziemlich gleich sind. Ne? Also ich habe damals 17, 18 Euro bezahlt für diese Zueva Palette und ja, die hat eigentlich genauso viel gekostet. Und ich bin gespannt, ja, ob man die überhaupt miteinander vergleichen kann. Und dann habe ich noch mitgenommen dieses Deo. Und zwar von Balea, auch eine Limited Edition, Bahama Dreams. Ich bin ein großer Fan des Duftgeles von Balea, Bahama Dreams. Das ist die Duftrichtung Kokos und Frangipani. Also beides Düfte, die ich sehr, sehr gerne mag. Und diese Kombination ist einfach himmlisch. Ja, deswegen, ich habe das entdeckt und habe gesagt, das musst du mitnehmen. Und was ich besonders gerne mag, ist, wenn man im Winter einen Sommerduft benutzt, damit das einfach die Laune etwas hebt in der dunklen Jahreszeit. Nimmst du noch auf? Ja. So, dann habe ich noch online bestellt. Meine Greens, die sind gekommen. Und die benutze ich jeden Tag. Das ist so ein grünes Pulver. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel und ich fühle mich damit pudelwohl. Es gibt mir einfach mehr Energie. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin Mama von drei kleineren Kindern, beziehungsweise einem Kindergartenkind und zwei Schulkindern. Und das ist sehr stressig, muss ich sagen. Ja, das ist sehr stressig. Gar keine Frage. Und ja, es gibt mir einfach mehr Energie. Ne? Also man merkt wirklich, wenn du das morgens nimmst, einmal am Tag, dann bekommst du einfach mehr Power. Das ist jetzt nicht so, als wenn du jetzt ein ISO-Getränk, ein Red Bull oder sowas, ne? Wenn du das jetzt zu dir nimmst, dann merkst du sofort, dass, ja, dass du einfach
wacher wirst, aber dann auch eine innere Unruhe verspürst und dass dann die Wirkung auch wieder abflaut. Und bei dem habe ich das einfach nicht. Also da habe ich einfach den ganzen Tag Kraft und Energie. Und genau, dann war ich noch im Aldi und habe mir dann das hier mitgenommen. Das war im Angebot, im Zweier-Set. Ich liebe ja die Balea Rasiergele. Das benutze ich schon über Jahre lang und bin damit sehr zufrieden. Und dann habe ich mir gedacht, probierst du das mal aus. Satin Care von Gillette für empfindliche Haut. Ja, das war's. Das war also mein Sammlungshaul für den Monat August. Für den Monat August. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.